So Leute, willkommen zum weiteren Stadtupdate. Ihr seht, hier ist für euch das komplette Chaos. Ich habe nicht aufgeräumt, einfach weil mich das relativ lang dauern würde und ich wollte dieses Video jetzt einfach machen. Es ist jetzt relativ lang her, dass ein Stadtupdate kam, beziehungsweise überhaupt nie, das ist jetzt mittlerweile auch wieder 3 Wochen her. Ich wollte jetzt einfach mal was machen. Genau. Ich habe den Berg neu gebaut. Es werden sich jetzt wahrscheinlich ein paar Leute fragen, die die Videos dazu damals geschaut haben, warum ich den neu gebaut habe. Der Berg ist relativ ähnlich tatsächlich, aber ihr seht, hier sind Schienen. Und ich habe den Berg damals so eng an den Schienen gebaut. Der ist maßgeschneidert für diesen Zug hier, dieses Set, das wahrscheinlich alle kennen. Und das wollte ich nicht. Und einfach weil ich die Schienen öfters mal wechseln musste, damit das etwas besser passt. Weil sonst war zwischen diesen Schienen hier so zum Beispiel da jetzt nicht, aber eigentlich wäre da war da teilweise so eine starke Spannung, dass ich das wirklich austauschen musste. Außerdem, ich werde vielleicht jetzt hier ein Bild anblenden, falls ich eins habe. Hier, diese Ecke war super eckig und unnatürlich. Das habe ich jetzt so etwas runder gelöst. Also ihr seht, wir haben hier einen etwas runderen Übergang. Da ist relativ viel ähnlich geblieben. Da ist ein bisschen Pflanzung. Ja, hier seht ihr, war eigentlich diese ganze Fläche eigentlich fast ungefähr bis zu dieser Baseplate. Bis dieser orangenen. Alles grün und dann, also es war ein Vorsprung, dann ging der Berg wieder hoch. Ich habe das kleiner gemacht, es war mir viel zu groß. Hier war ja diese Schneepiste und dieser Berg, der war auch einfach, er ging hoch und war dann wirklich einfach flach. Ich will jetzt so bis hier machen oder so, dass der wirklich richtig steil geht und dann hier oben nicht mal wirklich abflacht, sondern einfach der Berg weitergezogen wird. Genau. Hier seht ihr, komme ich jetzt mit 2 Schienen separat raus. Vorher war da eine Weiche. Das ist einfach. Ich finde es. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. So, guck mal diesen Beutel weg. Hier seht ihr, ist eine Weiche. Und dann hier hat die Weiche begonnen, weil da hinten geht schlecht, weil das hinter den Gebäuden langführt. Da kann ich nicht 2 Schienen breit fahren. Und dann bin ich vor dem Berg auf eine Weiche. Bin dann direkt. Ich hier ungefähr habe wieder eine Weiche das auf eine Schiene gemacht. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich fand es bescheuert. Es kommt jetzt 2 Schienen hier raus. Also wird auch weitergeführt. Beziehungsweise zumindest bis zur nächsten Kurve. Genau, hier habe ich jetzt ein bisschen Bepflanzungen getan. Hier war mal eine Ruine, die haben wir zusammengebaut. Die werde ich wahrscheinlich nicht wieder aufbauen, sondern ich werde die auf dem Berg hier mit den Steinen. Burg bauen, die dann so im Felsen drin ist. Genau, was ich auch gemacht habe, ist, hier sieht man das, ich habe unter die Schienen Plates gelegt. Und hier angefangen, solche Plates zu legen, Teils, weil ich einfach unbedingt das wollte, dass man hier auf den Schienen sozusagen so Holz Balken hat. Das finde ich einfach super schön. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich nicht das hier auch ausfülle und dann hier ein Teil. Da kann ich jetzt hier wieder eins, das mache ich auch wieder. Es wäre einfach bei den Kurven, es würde gehen, aber es hätte, wie ich finde, nicht so schön ausgeschaut und es wäre auch sehr steinintensiv. Der Bahnhof existiert relativ ähnlich immer noch. Der ist ein bisschen dünner geworden. Da seht ihr auch wieder ganz viel Chaos. Da ist ein Aufzug, weil die Treppe einfach super viel Stabilität gekostet hat. Dann Aufzug würde hier rauskommen. Den habe ich jetzt nicht durchgeführt, also dass hier jetzt wirklich massiv da ist. Hier seht ihr überall Bricks und Plates, einfach damit es wirklich massiv ist. Dann wird der hier hochgezogen. Also man muss sich einfach vorstellen, dass der da weitergegangen wäre. Und dann kommen wir zu dieser Höhle. Genau, das letzte Mal hatten wir eine ganz, ganz kleine Höhle, die ging, ich glaube, 6 Noppen oder so rein. Die war nicht groß. Die ist etwas größer. Hier seht ihr die. Da links habe ich schwarze Bricks hingepackt, weil
Das erkläre ich gleich noch, dass einfach damit man sozusagen eine Grenze hat und ich die Höhle nicht hätte weiterbauen müssen. Warum ich die da nicht beendet habe, sage ich gleich. Hier sehe ich so ein kleines weißes Becken. Da kommen einmal ein Plates rein und hier seht ihr noch ein Loch. Dazu kommen wir irgendwann mal. Ich habe mir auch schon was für die Beleuchtung überlegt. Da habe ich mir gesagt, was überlegt, dass kommt relativ spannend werden. Ich habe jetzt vor, dass sozusagen da, wo diese schwarzen Brücken sind, ein Wanderweg hochführen würde, der dann hier praktisch lang gehen würde. Ich werde den nicht bauen, einfach weil es wird super viel Stabilität nehmen und das möchte ich nicht. Deswegen muss man sich vorstellen, dass hier einer lang geht, dann kommt hier aus dem Berg einer raus ein Wanderweg, dann geht er hier so hoch. Und soll dann zu dieser Burg nun mal führen. Ich finde das einfach schön, wenn wir dann so einen Wanderweg haben und dann vielleicht so eine ganz, ganz leichte, so einen Vorsprung haben, wo dann der Wanderweg ist, irgendwie rechts oder links oder beides, noch so ein bisschen bepflanzt. Und das ist mein Plan für diesen Berg. Ich habe Stein bestellt, ich habe 100 Slopes bestellt, leider alles die gleichen, weil Slopes sind sehr teuer und den Slope, den ich gerade brauche, das sind diese 1x2x2. Die sind bei Lego am günstigsten. Die anderen sind auf Bricklink alle günstiger und Lego hat die Bestellung jetzt gestern nach 10 Tagen versendet. Und ja, eigentlich hätte es wieder schon viel früher kommen sollen, aber ich bin mal jetzt erst dazu gekommen. Ihr seht, es ist wirklich Chaos. Ich habe einfach relativ wenig Zeit aus einigen Gründen. Ja, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Schreibt mir unbedingt einen Kommentar, in dem ihr mir irgendwelche Vorschläge für den Berg gebt, was hier noch irgendwie hinkommen soll, ob ich hier irgendwas noch dazu machen soll, außer von den Sachen, die ich bereits erwähnt habe. Und ja, bald kommt das nächste Video, wird ein etwas anderes Video, aber ich denke, es wird auch relativ spannend. Dann habt einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.